Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und es wird mal wieder Zeit für einen weiteren Vorbericht. Heute bin ich im Urlaub und meine Urlaubsvideos sind immer ein bisschen komisch, immer so ein bisschen durcheinander. Ich bin wieder mal wieder an einem anderen Ort, heute im Hotelzimmer. Ja, es gibt einiges zu besprechen. Ich werde über einige News sprechen, denn heute wurde auch, ich sage mal, wirklich der endgültig letzte Transfer der Wintertransferperiode bekannt gegeben. Ja, danach spreche ich noch über das Fürspiel, über Aufstellung, über eine Prediction. Und auch über unseren Gegner, über Greuther Fürth an sich. Und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sprechen wir zuallererst über die News, die ich angekündigt hat. Und zwar, es geht um Kiernan Sola. Kiernan Sola wechselt, und jetzt muss ich ganz kurz auf meinen Zettel gucken, zu MKC Lina. Ja, ich kenne den Verein persönlich nicht. Ich glaube, das war mal ein Verein, wo Peter Pegarek gespielt hat. Ist in der slowakischen Liga so mittelmäßig gut dabei, gehört aber zu den besseren slowakischen Clubs, hat viel Tradition in der Slowakei. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Schritt für Kiernan Sola in die Slowakei wirklich sinnvoll ist. Ich meine, man muss es so sehen. In Sola bräuchte meiner Meinung nach ein etwas besseres Niveau in der Slowakei. Ich habe mir mal ein Spiel von MKC Lina angeschaut und ich muss ehrlich sagen, also das ist ja vom Niveau her die slowakische Liga, das ist ja wirklich unterirdisch. Nichts gegen die slowakische Liga. Aber das ist deutsche dritte, vierte Liga so. Da hätte man ihn gleich bei uns in der zweiten Mannschaft kicken lassen können. Oder halt eben meiner Meinung nach zu einem eher besseren Verein ausleihen können. Na gut, möglicherweise ist es für ihn ein sehr, sehr wichtiger Schritt, nochmal eher zwei Schritte zurück, um dann nochmal einen Schritt nach vorne zu kommen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück in der Slowakei. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich klappen könnte, um erstmal wieder richtig fit zu werden. Denn er hat ja wirklich 2 Jahre lang nicht gefühlt, gar nicht irgendwie gespielt. Auch bei uns in der zweiten Mannschaft eher durchwachsene Leistungen zeigt, vielleicht der Schritt in der slowakischen Liga. Vielleicht macht das Sinn im Endeffekt. Nun gut, so viel von mir zu Kilian Nsona. Ich würde aber sagen, kommen wir jetzt an dieser Stelle auch zum eigentlichen Thema des heutigen Tages, nämlich zum Vorbericht zum Spiel in Greuther Fürth. Denn übermorgen, nee, morgen um 13:30 Uhr spielen wir auswärts im Sportpark Ronhof gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das ist ein sehr, sehr schweres Spiel. Wir haben jetzt zuletzt gegen den Zweitplatzierten, gegen den Hamburger SV gespielt und jetzt spielen wir erneut gegen einen Verein, der in den oberen Tabellenhälften wiederzufinden ist, gegen Greuther Fürth. Die dürften momentan auf dem dritten oder vierten Platz stehen, sind recht gut dabei. Und das ist auch absolut verdient. Im Hinspiel haben wir 5:0 gegen Greuther Fürth gewonnen, aber dieses Ergebnis, das trügt wirklich. Greuther Fürth ist eine Mannschaft, wo man wirklich einfach mal festhalten muss, dass die es in dieser Saison überragend machen. Gegen eigentlich alle schwächeren Vereine holt Greuther Fürth die Punkte nach Hause. Sie spielen immer konzentriert und absolut diszipliniert. Und dann schaffen sie es sogar in dem ein oder anderen Topspiel auch ein paar Punkte zu holen. Ich glaube, selbst gegen Holstein Kiel hat eben auch Greuther Fürth gewonnen. Gegen St. Pauli haben sie auch eine gute Leistung gezeigt. Da hat zwar nicht für einen Sieg gereicht, aber auch dort haben sie eine richtig gute Leistung gezeigt. Und das auswärts. Ich muss sagen, Greuther Fürth ist eine Mannschaft, die ist sehr gut aufgestellt. Sie haben Konstanz im Team und auch auf der Trainerbank. Alex Honnegger, der macht das gerade richtig, richtig gut da. Und man muss festhalten, die Art und Weise, was er für einen Fußball spielen lässt, das ist wirklich sehr interessant. Ja, sagen wir es mal so: Wir gewinnen den Ball und Greuther Fürth geht sofort raus. Aggressives Gegenpressing ist dort angesagt. Und dann auf Basis dieses Gegenpressings versucht Greuther Fürth schnell über Konter an Möglichkeiten zu kommen. Und ich muss sagen, das sieht echt gut aus. Das ist guten Fußball, den Alex Honnegger da spielen lässt. Defensiv stehen sie auch stabil, machen es richtig gut. Und ich muss sagen, Greuther Fürth absolut zu Recht da oben in der oberen Tabellenhälfte wiederzufinden. Dieses 5:0 war absolut trügerisch. Ich habe auch schon, glaube ich, nach dem 5:0 gesagt, ey, das ist ja mal so unverdient gewesen. Also was heißt, es war nicht unverdient, das Hinspiel. Wir haben das sehr gut gemacht im Hinspiel, waren sehr diszipliniert, haben fokussiert gespielt und waren gnadenlos effizient. Man muss aber sagen, also so gut war das Spiel von uns jetzt nicht. Wir hätten uns nach der Halbzeit nicht wundern müssen, wenn es auf einmal kippt, das Spiel. Greuther Fürth ist eine Mannschaft, die können ein Spiel in einer kurzen Phase an sich reißen. Und da müssen wir morgen sehr, sehr doll aufpassen. Wie gesagt, ich bin überzeugt von Greuther Fürth und sie sind für mich so ein klitzekleiner Geheimfavorit, was den Aufstieg angeht, denn eigentlich habe ich ja gar nicht damit gerechnet, dass Greuther Fürth so weit oben mitspielt. Sie haben sich Stück für Stück nach vorne mit dazugesellt und das ist echt stark. Ich muss sagen, Greuther Fürth eine Mannschaft,
dürfen wir niemals unterschätzen, zumindest nicht in unserer aktuellen Situation, stehen zu Recht vor uns, denn Greuther Fürth ist effizient, macht die Tore und das ist genau das, was uns fehlt. Ja, ich würde sagen, so viel zu unserem Gegner, zu Greuther Fürth. Ich versuche mich heute auch ein bisschen kürzer zu halten, deswegen kommen wir direkt mal zu Hertha und zur Pressekonferenz von Pal Dardai. Ich spreche in meinem Vorbericht immer über unsere Gegner, aber auch über uns. Was soll ich sagen, die letzte Woche war einfach, denke ich mal, die schlimmste Woche in der Vereinsgeschichte seit ein paar Jahren, jetzt mal abgesehen vom Abstieg, aber wie man sich innerhalb von 3 Spielen alles kaputt machen kann, ist mir immer noch ein absolutes Rätsel. Ich meine, wir waren eigentlich nach dem Düsseldorf-Spiel noch in der Lage, darüber zu reden, ey, wie können wir uns auf Platz 3, Platz 4, Platz 5 festigen, wie können wir uns weiter nach oben spielen, aber in den nächsten 3 Spielen haben wir uns alles ruiniert, haben gegen Wien Wiesbaden auswärts verloren, was du einfach nicht darfst, wir haben gegen Kaiserslautern im Pokal gegen eine schwache Mannschaft, gegen eine wirklich schwache Mannschaft, alles verschenkt und haben vorne rumgebolzt wie sonst was und haben auf einmal mit der Fünferkette gespielt und wir haben gegen Hamburg, gegen ein schwaches Hamburg, was man heute im Hamburg-Spiel wieder gesehen hat, erneut keine Punkte geholt. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir riesige Schwächen im Offensivspiel haben. Offensiv sind wir, was das Positionsspiel angeht, was die Bewegung ohne den Ball angeht, was vor allen Dingen aber auch daran geschuldet ist, dass Fabian Riese gefehlt hat. Wir sind offensiv ungefährlich gewesen die letzten Wochen. Und das ist auch so ein taktisches Problem bei uns gewesen. Jetzt müssen wir schauen, dass es gegen Greuther Fürth besser wird. Pal Dardai hat unter PK angekündigt, Fabian Riese wird höchstwahrscheinlich von Anfang an spielen. Man muss dann schauen, ob es für 90 Minuten reicht, aber Fabian Riese wird von Anfang an spielen. Und dann müssen wir unser Spiel umsetzen. Nicht mit einer bescheuerten Fünferkette irgendwie experimentieren, wo wir auf den Außen keine Präsenz haben, sondern wir müssen in jedem Abteil des Spielfeldes Präsenz zeigen. Wir müssen die Zweikämpfe engagiert angehen und dann müssen wir gute und intelligente Bälle setzen, um auch möglicherweise diesem Pressing von Greuther Fürth zu entkommen. Um möglicherweise auch dort, ja, ich sage es mal wirklich, sich Räume zu erarbeiten, Räume zu erspielen, um sich dann die Möglichkeiten zu erspielen. Defensiv macht es Greuther Fürth gut, das habe ich gesagt, aber die sind auch schlagbar. Das ist jetzt nicht so, dass dort die beste Mannschaft der Welt auf uns zukommt. Das ist immer noch ein Zweitligaspiel und die zweite Liga ist unberechenbar. Und genau das müssen wir morgen im Spiel zeigen. Fabian Riese wird wieder spielen, da freue ich mich sehr drauf, denn sagen wir es mal so, er ist wirklich unsere offensive Lebensversicherung. Über seine Seite geht alles, über die rechte Seite, die meistens von Winkler oder Schern backert wird, da geht kaum was. Die Entscheidungsfindung auf der rechten Seite muss sich einfach verbessern. Im Sturm Haris Tabakovic, wenn er spielt, und er wird höchstwahrscheinlich spielen, er muss endlich wieder kalt und, ich sage es mal wirklich, kalt sein und einfach jedes Ding machen. Er braucht so dringend Selbstvertrauen. Gegen Kaiserslautern hat er alles verballert, was es gab. Das ist echt nicht schön anzusehen gewesen. Jetzt müssen wir schauen, das dürfte 3 Offensivreihe in etwa sein. Das Mittelfeld, das wird sich sicherlich etwas anders aufstellen. Pal Dardai hat der PK über unseren Neuzugang Bradley Ibrahim gesprochen. Ibrahim wird nicht spielen, hat heute, also für mich heute, für euch gestern, bei der U23 gespielt. Ich habe das Spiel mir nicht angeschaut, na, warum auch, ne? Aber ich kann sagen, das, was ich gelesen habe, Bradley Ibrahim war wohl nicht ganz so auffällig beim Spiel. Möglicherweise mal wieder, ja, ein bisschen zu viel erwartet von einem Neuzugang, der gerade aus der Premier League 2 kommt, das heißt aus der Premier League Liga, wo die ganzen Zweitvereine, die ganzen Zweitvertretungen der Premier Leagueisten drin spielen. So, da sollten wir nicht so viel erwarten. Gucken wir uns die nächsten Wochen an. Ich fände es schön, wenn er trotzdem ein paar Einsatzminuten kriegt, denn unsere 6 ist einfach eine Katastrophe. Ansonsten, Barkok, darüber hat Pal Dardai auf der PK auch gesprochen. Barkok ist ein Spieler, ja, er muss sich definitiv steigern. Das hat Pal Dardai auch so gesagt. Er ist nicht zufrieden mit ihm, aber auch nicht unzufrieden. Muss man schauen, wie er sich jetzt einfindet. Aber Barkok, das ist für mich ein Marco Richter gerade. Bringt keinen Pass an Mann, spielt offensiv wahnsinnig egoistisch, macht hier immer diesen und diesen und diesen und am Ende klappt gar nichts. So, nee, das ist gerade eigentlich nichts. Dahinter, hinter Barkok, Buscher, ja, und Clemens halt, so wird sich das wahrscheinlich aufstellen. Und die linke Seite, was die linke Verteidigungsseite angeht, Kabovnik, Duziak, einer von den beiden wird sicherlich wieder machen. Ich bin mal sehr gespannt. Also Kabovnik hat es in den letzten Spielen solide gemacht, aber auch er kann deutlich mehr. Duziak ist wieder bereit, möglicherweise auch für die Startaufstellung, aber sicherlich nicht für 90 Minuten. In der IV, das hat Pal Dardai auch schon angekündigt, da müssen wir mal wieder umstellen. Leistner fehlt mit einer Gelb-Rot-Sperre, dafür wird Gechter spielen.
Dardai ist gerade angeschlagen, hat muskuläre Probleme, das könnte sich noch ein, zwei Wochen hinziehen. Kempf wird also spielen. Das heißt, das morgige Innenverteidiger-Duo wird wohl Kempf und Gechter sein. Auf der rechten Seite wird sicherlich wieder Kenny spielen und im Tor Tjaak Ernst. Kommen wir zur Aufstellung. Und da lässt sich sagen, da lässt sich genau das ableiten, was ich gerade so ein bisschen erläutert habe. Im Sturm Tabakovic, links Reze, rechts Scherhand. Auf der 10 wahrscheinlich Barkok, dann dahinter Clemens Buscher oder vielleicht orientiert sich das anders. Vielleicht spielt auch Duzek auf der 6. Ich bin sehr gespannt, aber ich gehe von Buscher und Clemens aus. Dann Kabovnik auf LV, in der IV wie gesagt, Kempf, Gechter, Rechtsverteidiger Kenny und im Tor spielt Tjaak Ernst. Ja, das war es jetzt soweit zur Aufstellung. Ich würde sagen, kommen wir zu meiner Prediction. Ich habe vergessen, die Prediction aufzunehmen. Läuft auf jeden Fall top. Ich bin jetzt hier irgendwo in den Alpen. Ich bin ja schon fast in Fürth. Ja, kommen wir zu meiner Prediction für das Fürth-Spiel. Ich habe ja gesagt, Fürth ist eine Mannschaft, da ist momentan wirklich nicht viel zu holen. Die haben gegen Holstein Kiel sich gut geschlagen. Sie holen gegen die guten Gegner Punkte und gegen die schlechten Gegner gewinnen sie eigentlich auch gefühlt jedes Spiel. Sie stehen absolut zurecht da oben, die Fürther. Ja, eine Mannschaft, die presst aggressiv, die geht rein, die zeigt Leidenschaft und ich sage, es wird ein verdammt schweres Spiel für uns. Im Endeffekt glaube ich trotzdem, dass die Mannschaft, also unsere Mannschaft, daran interessiert ist, es wieder gut zu machen, was in der letzten Woche alles schief gegangen ist. Und gegen Fürth haben wir schon im Hinspiel gut ausgesehen, obwohl ich im Hinspiel auch gesagt habe, in meinem Vorbericht, ach, die Fürther, das wird eine schwere Mannschaft. War nicht schwer, waren 5:0. Ich glaube einfach, dass auch die Art und Weise, wie wir spielen, unsere Spielweise recht gut zu der Fürther Spielweise passt, dass wir uns dort dementsprechend sehr oft befreien können, oft kontern können. Und mit Fabian Reze hoffentlich wird es dann irgendwie klappen. Ich predikte für das Spiel gegen Greuther Fürth ein Auswärtssieg, sogar ein 1:3 Auswärtssieg und endlich die Wende in unserer Miserie. Alles klar, ich kann es nicht erklären, warum ich die Prediction vergessen habe aufzunehmen. Es ist ein ganz komisches Video mal wieder. Immer wenn ich im Urlaub bin oder immer wenn ich nicht zu Hause bin, sind die Videos immer ganz komisch. Ich weiß, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC verpasst. Ich hoffe, man hört den Wind nicht zu sehr. Ihr seht, ich bin mitten in den Bergen, weil es mir gerade eingefallen ist. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt den Abend und tschüss.